des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade des auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Bitte nehmt kurz Platz. Mit einem lieben Gruß an euch und an die, die mit uns verbunden sind über KTV. Wir haben eben ein österliches Lied gesungen. Wir sind in der dritten Osterwoche. Ihr müsst euch immer wieder daran erinnern, der Ostersieg Jesu, der ist von niemandem mehr außer Kraft zu setzen. Und ihr seid getauft und habt diesen Samen des ewigen Lebens, der Anteil habe an der Herrlichkeit Gottes in euch. In dieser Zeit geht es nur darum, was bekommt jetzt unsere Aufmerksamkeit? Was nähren wir? Diesen Samen des ewigen Lebens, dass das neue Leben in Christus uns bestimmt, unser Denken, Reden, Handeln. Oder ob wir noch den alten Menschen da präsent sein lassen und halt so reagieren, wie man so aus dem Fleisch oder aus der Natur heraus reagiert. Osterzeit ist Gnadenzeit. Und ich lade euch so ein, dass ihr euch immer wieder danach ausstreckt. Das sind auch so großartige Worte. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Das ist für uns immer der Punkt der Hinkehr und der Rückkehr zu ihm. Und die Osterzeit ist wie eine Tankstelle. Da gilt es schon, diesen Ostersieg aufzunehmen, damit wir dann auch im Laufe des Jahres daraus schöpfen können. Ich möchte heute gerne mit euch den heiligen Peter Chanel feiern. Es ist kein gebotener Gedenktag, aber ich liebe ihn. Weil er ist nun wirklich ein Heiliger der Hoffnung, würde ich sagen. Der Peter Chanel kommt aus Frankreich, er ist der erste Heilige in Ozeanien. Er ist ein Marist geworden, war sehr ein engagierter Mann, Sohn eines Hirten. Und der Pfarrer hat dann die Eltern überredet, dass er doch das Kind in die Schule schicken mögen und studieren lassen mögen. Die hatten natürlich keine Mittel dafür. Aber auch schön zu sehen, wie der Pfarrer sich dann dieses Kindes angenommen hat. Und er wird dann in die Südsee geschickt. Auf Fortuna heißt die Insel, glaube ich. Und das Interessante ist, er hat dort keinen Erfolg. Ich glaube, insgesamt tauft er nur 12 Leute, wenn ich richtig informiert bin. Und die waren schon alt und kurz vor dem Sterben. Als dann der Sohn des Königs dort um die Taufe bittet, wird der König nervös, hat Angst um seine Herrschaft und lässt dann den Peter Chanel erschlagen. Zu Lebzeiten hat er keinen Erfolg. Nach seinem Tod wird die ganze Insel katholisch und die Region. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir schielen immer schon, bringt's was, mein Beten oder mein Opfer? Und wenn es nicht gleich was bringt, dann hören wir wieder auf. Genau das hat der heilige Peter Chanel eben nicht getan. Jesus sagt uns, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein und bringt keine Frucht. Also auch in euren Familien, in euren Anliegen, ihr betet, ihr bringt eure Opfer und vertraut auf den Herrn. Wir säen, ernten tut ein anderer. Einverstanden? Und das sollen wir im Glauben tun, auch wenn wir noch nicht die Früchte sehen mögen. Der heilige Peter Chanel kann uns hier wirklich ein Helfer sein und ein Erzieher. Der war sicher oft gefrustet dort auf der Insel, ich weiß es nicht, aber so einfach wird es nicht gewesen sein. Aber nach seinem Tod wird das eine katholische Bastion. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Kleines Detail am Rande. Viermal rufe ich euch zu, der Herr sei mit euch. Und ihr sagt mit meinem Geiste, mit meinem Geiste. Jedes Mal geht es um eine Gegenwartsweise Gottes und es will uns eigentlich ein bisschen wachrütteln und sagen, jetzt ist der Herr da und er muss da sein dürfen. Also am Anfang, wenn wir uns treffen, ich darf das Haupt Jesu verkörpern, sakramental, ihr den Leib, wenn Haupt und Leib zusammenkommen, will der Herr in uns gegenwärtig sein. Denn Messe feiern kann ein Ungetaufter nicht. Wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir das in und mit Christus feiern und ihm erlauben, in uns gegenwärtig zu sein. Dann neu, wenn das Evangelium verkündet wird. Das ist nicht irgendeine fromme Geschichte, sondern ist ein Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann nur in jenem Geist, hat die Bibelkommission, die Vatikanische einmal formuliert, verstanden und aufgenommen werden, indem sie geschrieben worden ist. Deshalb ist die Präsenz des Heiligen Geistes für ein richtiges Erfassen des Wortes Gottes unabdingbar. Dann vor dem Sanctus, Christus will zu uns kommen mit Fleisch und Blut, er will ganz real bei uns gegenwärtig sein. Und dann noch einmal, wenn ihr ausgesandt werdet in die Welt hinein, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Jedes Mal gegenwartsweise Gottes ganz real und wir müssen uns irgendwie schon immer wieder das in Erinnerung rufen, dass wir uns darauf einstellen. Weil es ist eine geistliche Wirklichkeit, es gibt kein Fiebermesser für die Anwesenheit des Heiligen Geistes oder der Liebe. Sondern es ist im Glauben lasse ich mich ganz darauf ein, aber der Herr will ganz gegenwärtig sein. Ein kleines Detail am Rand, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe bewusst das Lektionar geschlossen auf den Altar gelegt. Da gibt es einen kleinen Hinweis im Messbuch, es soll geschlossen auf dem Altar liegen. Das bezieht sich auf die Stelle in der Apokalypse, wir haben es in der Lesehure kürzlich wieder gelesen, wir Priester, dass im Himmel eine Traurigkeit darüber entsteht, weil niemand das Buch mit den 7 Siegeln öffnen konnte. Nur das Lamm, das geschlachtet ist, wurde würdig befunden, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und nur weil du Teil hast in der Taufe, am Leib Jesu zu sein und teilhast am ewigen Leben, kannst du das Buch mit den 7 Siegeln öffnen und kannst dieses Wort Gottes hineinverkünden in die Welt. Das ist das Zeichen. In der Liturgie, wisst ihr, hat jedes kleine Zeichen eine tiefe Bedeutung. Wenn man es weiß, kann man Freude darüber haben. Ich bin getauft. Ich habe Anteil am ewigen Leben. Ich bin von Gott her begnadet für diese Zeit, sein Reich aufzubauen, sein Wort zu verkünden. Das ist auch so etwas, wo ich euch echt Mut mache, mal in dieser österlichen Zeit nachzufragen. Habe ich meine Berufung eigentlich wirklich angenommen von Gott her? Viele von uns Gläubigen jammern in diesen Zeiten, nicht? Alles ist so schlimm und in der Kirche ist so schwer. Und das nervt mir ein bisschen, weil von Gott her sind wir alle ausgestattet. Wir sind von Gott her berufen, in dieser Zeit, unter diesen Zeitbedingungen zu leben und das Reich Gottes einfach zu verkörpern und zu verkünden. Und wir sollten uns mehr darauf ausrichten, Herr, du hast die Lösungen für diese Zeit. Wie führst du mich? Wie führst du die Kirche? Was kann ich tun? Hier bin ich. Und dann handelt er.
Also nicht so viel rumjammern, nicht so viel schauen, was nicht so gut läuft. Sondern sagen, Herr, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt besiegt. Das sind alles so österliche Sachen, die sollten in uns so ein bisschen vor sich hin wuchern in dieser Zeit und uns mitnehmen. Und natürlich auch diesen Auftrag, den wir im Psalm gehört haben, bitte geht hinaus in alle Welt, verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Das kann ich euch mit Sicherheit sagen, mein Glaube wächst, wenn ich Christus bezeuge. Mein Glaube wächst, wenn ich das tue, was er sagt, geht in die Welt hinaus und bezeugt mich. Dann kann der Heilige Geist mir ganz andere Dinge zeigen, als wenn ich zu Hause in der Stube sitze und jammere. Auch wie er wirkt, was für Antworten er heute findet. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Der letzte Gedanke geht noch zum Evangelium hin. Ich liebe diese eucharistische Rede von Jesus. Und da möchte ich euch einfach etwas dazu sagen. Wisst ihr, das ist ja kein magisches Verständnis in dem Sinn, ich esse den Leib Christi und dann ist alles gut. Es geht darum, das als den Leib und das Blut Jesu wirklich aufzunehmen im Glauben. Stell dir vor, du hast eine Bekannte, die du gut kennst, und sie liebt dich sehr. Und du nimmst das irgendwie so zur Kenntnis, aber du lässt dich nicht wirklich drauf ein. Dann wird diese Liebe irgendwann nervig. Versteht ihr, was ich meine? Sie geht euch auf die Nerven. Ich kann die ganze Fülle dessen, was diese Liebe bereithält, kann sich mir nur erschließen, wenn ich mich darauf einlasse und sie lebe. Und genauso ist es hier mit dem Leib und dem Blut Jesu. Es bedarf von unserer Seite ja immer wieder eine gewisse Anstrengung, weil ich es ja nicht sehe, wirklich mich mit ihm zu vereinigen. Es ist eine Vereinigung in der Kommunion, die zwischen Menschen gar nicht möglich ist. Er will ganz in dich eingehen und von dir auch als Ganzes bejaht und angenommen werden. Und das bedeutet, das ist ein Vorgang, bei dem ich mich auf etwas einlasse, was mich ganz sicher übersteigt. Und auf Liebe kann man nur mit Hingabe antworten. Der höchste Ausdruck der Liebe Jesu ist, dass er sich uns schenkt in der Heiligen Kommunion. Und da dürfen wir uns gegenseitig auch immer wieder helfen, uns dessen bewusst zu machen. Wieder diese Frage, Jesus, wie geht's denn dir mit mir, wenn du zu mir kommst und dich mit mir vereinigst? Was siehst denn du? Was möchtest du gern mit mir machen? Darfst du in mir wirklich Gott werden? Und ich möchte hineinfinden in dieses Fiat Mi, mit allem, was da ist. Nehmt euch ein bisschen Zeit für die Kommunion. Also hier können wir doch den ganzen Tag leben. Ihr habt das alles schon gehört, aber ich sage es euch halt wieder. Ich muss mir ja selber auch predigen. Aber die Eucharistie ist die Quelle des ganzen Heils und der Höhepunkt. Und wir haben hier einfach dieses ganz massive Wort Jesu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben in sich. Wer nicht, der nicht. Also lasst uns jetzt nicht irgendwie herumphilosophieren, sondern einfach uns wirklich auf dieses Wort Gottes einlassen. Denn das nährt dann auch das, was wir in der Taufe als Samen schon aufgenommen haben. In uns ist göttliches Leben, ist Anteilhabe an der Herrlichkeit Gottes, das wir jetzt noch im Glauben realisieren, aber dann beim Hinübergehen ins Schauen übertreten. Aber genau das wird genährt durch diese Vereinigung mit dem Herrn. Und das ist eine ganzheitliche Vereinigung mit Haut und Haaren, könnte man sagen. Leib und Blut, er will ganz bei mir sein und bei dir sein. Und dafür wollen wir uns auch bereithalten.